So, moin moin Leute, ich hoffe ihr hört mich, ich werde ein bisschen leiser reden, meine Stimme ist zwar noch da, als erstes, ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen ins gute neue Jahr, ich zumindest bin es, ich werde mich heute auch nicht vor der Cam zeigen, aus dem einfachen Grund, ich habe Augenringe des Todes, bin erst gegen ungefähr, denke ich mal gegen 4-5 eingeschlafen, mit Schmerzen. Und voller Frust. Ich bin auf 180 gewesen. Und auch wenn mein Hund nicht versteht, was ich zu sagen habe. Und wenn mein Hund eh nur bla 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 versteht und eigentlich gar nicht so rafft, was ich von ihm will, muss ich ihm sagen, dass es mir leid tut. Was ich ihm gestern angetan habe. Nein, keine Angst, ich habe ihn nicht geschlagen oder getreten oder so. Hier, zieht euch mal rein, wo ich langlaufe. Komm, lauf mal vor mir. Dann sehen die Leute dich wenigstens. Ich habe ihn nicht geschlagen oder so. Ich bin zu meinem Vater gefahren und wollte, bevor ich alles dingfest mache und umziehe und alles, ich meine, die ganzen Vorbereitungen gehen seit heute Morgen los. Also ich bin seit heute Morgen mit einer guten Freundin am Telefonieren, die sich gerade so ein bisschen mit mir auseinandersetzt und mir hilft gerade. Sie will auch nicht meinen YouTube-Kanal gucken, weil hält sie nichts von. Komm, hör auf, an der Wurst zu riechen. Das ist ekelhaft. Das haben wir versehentlich. Ich hoffe, ihr habt das einfach nicht gesehen, was er gerochen hat. Es war ein Stock oder so. Denkt euch ein Smiley. Auf jeden Fall geht das jetzt in die nächste Runde und die Silvesternacht war ganz okay. Ich durfte sie nicht mit meiner Freundin verbringen und auf das Thema Freundin werde ich jetzt auch erstmal nicht mehr weiter eingehen. Nein, keine Angst, wir sind noch zusammen alles. Ist ja noch alles tutti. Nur dieses Video widme ich irgendwie mal meinem Hund und möchte einfach mal Entschuldigung sagen. Ich habe gegen 23.30 Uhr, nachdem ich mein drittes Bier oder zweites Bier, ich weiß nicht mehr ganz genau, getrunken habe. Ich habe nämlich nur drei getrunken. Ansonsten habe ich bis kurz nach 10 habe ich Kaffee getrunken, weil ich einfach schon seit 3:30 in der Früh wach war und einfach nur völlig im Arsch war. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die ich bereue zu Silvester und ich werde auch darauf nicht näher eingehen, einfach nur, ich sag mal so, wenn ihr im Stress seid und wenn ihr völlig im Arsch seid, greift nicht zu dem, was ihr aufgegeben habt, sondern greift zu was Neuem, meinetwegen einen Knetball, und ich werde mir jetzt auch einen Knetball zulegen, einfach weil ich glaube, wir filmen einfach geradeaus und hoffen, dass immer Balu irgendwie in der Cam ist. Einfach aus dem Grund, um Stress abzubauen, um lockerer zu werden, um easiger zu werden und keine Schmerzen mehr zu haben. Komm. Schönes Wetter, hä? 1.1.2018. Ich weiß gerade nicht, wie früh das ist, aber 9:30 rum ist das ungefähr, wo ich das Ding hier aufnehme. Und einfach der geilste Morgen ever. Ich habe mir erstmal zum Frühstück was richtig Geiles gegönnt. Aber worum es geht eigentlich in diesem Video ist und warum ich sorry sagen möchte, ist er hier. Er hat bis 5 Minuten nach null cool durchgehalten. Ich habe dann einen Tränenausbruch bekommen. Er kam dann sofort zu mir auf die Couch, hat mich abgeschlotzt und hat mich getröstet. Einfach, weil man dann doch noch mal ein bisschen inne geht und überlegt, was hat man alles gemacht 2017. Auf jeden Fall, Müdigkeit hat gesiegt. Ich habe dann gesagt zu meinem Vater, komm Papa, ich hau jetzt langsam ab. Er hat mich zwar noch gewarnt, ich habe dann bis ungefähr 12:30 gewartet und bin losgestiefelt auf dem Weg zum S-Bahnhof. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich war. Aber ich sag mal so, Tanzverbot kennt sich in der Ecke ganz gut aus. So auf der Höhe. Nee, komm Balu. Wir laufen mal hier lang, den Weg wieder. Ich will mir heute nicht das Genick brechen oder so.
Auf jeden Fall haben alle Leute auf der Straße mega Respekt gehabt, ja, haben ganz kurz das Knallen eingestellt, dass ich mit Balu da durch kann. Gut, einer kam dann und meinte gleich zu brüllen, Tierquäler, Tierquäler. Ja, es ist Tierquälerei, das sehe ich ein, dass man mit einem Hund nicht nach 12:30 zu einem S-Bahnhof laufen soll, wenn ganz viele Geisteskranke der Meinung sind, dass sie knallen müssen. Sehe ich ein, dass es irgendwo ein bisschen Tierquälerei war, bloß ich musste auch ein bisschen an meine Gesundheit denken und habe gesagt, ich will nur nach Hause pennen. Gesundheitszustand ist, dass immer noch leicht Schmerzen sind, deswegen trinke ich gerade nur Tee. Eigentlich wollte ich mir heute Morgen noch die Birne zulöten, aber ich bin ganz ehrlich, scheiß auf Alkohol, scheiß auf Drogen, scheiß auf Zigaretten, sowas braucht man nicht. Ja, ich konnte bis kurz nach 10 ganz ohne Alkohol glücklich sein, hab mega Party gehabt bei meinem Vater, hab meinen Spaß des Todes gehabt. Und ja, irgendwann musste ich in die S-Bahn einsteigen. Und alles war soweit tutti. Es waren ein Haufen Jungs und Mädels in der Bahn, die Balu gefeiert haben, ne? Die haben ihn gestreichelt, dann hat er wurde ganz doll lieb gehabt, ne? Und alle haben sich halt um ihn gerissen irgendwie, um ihn, ja, irgendwie mal zu knuddeln. Die waren auch alle stockbesoffen und Balu hat es einfach über sich ergehen lassen. Irgendwie, eine Station weiter sind sie dann alle ausgestiegen, außer so eine Truppe, die ist noch drin geblieben. Die saßen so 5, 6, also in einem anderen Abteil praktisch gesehen. Wir haben so einen Gummifropfen dazwischen, dass immer zwei Teile aneinander geheftet sind. Und ich werde euch mal bei Gelegenheit ein Video von so einer S-Bahn machen. Und auf jeden Fall, wir saßen halt da so drinne und dann war da noch so ein älterer Herr, ne, der hat dann auch sich noch kurz mit mir unterhalten, bis wir dann in den nächsten Bahnhof rein sind. Die andere Truppe wollte dann auch aussteigen und ich habe nur noch beim Unterhalten mit dem Herrn, ja, egal, da kommt gerade ein anderer Hund, wir werden das hier weiterfilmen. Auf jeden Fall, ich habe da nur noch im Augenwinkel ein grünes Licht gesehen. Warum ich mich an die Farbe grün erinnern kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam ein ziemlich heller Blitz nach der grünen Farbe und es hat richtig laut Wumms gemacht. Und ich hatte einen halben Herzinfarkt. Balu hat in die S-Bahn gepullert. In diesem Sinn, S-Bahn, ne, ich melde mich irgendwann mal telefonisch bei euch. Ich werde extra als Entschädigung ein S-Bahn-Abteil von euch wischen. Und die Fenster putzen, ne, von mir aus auch Müll sammeln oder so, als Entschädigung, dass mein Hund in die S-Bahn gepisst hat. Tut mir wahnsinnig leid, weil ich weiß, was ihr mal für einen Drecksjob machen müsst, der nicht gerade leicht ist, ne, diese ganze Scheiße da wegmachen. So, irgendwo da mangelt den Büschen ist mein Hund. Komm, Balu. Der hat mega Schiss, der Hund. Deswegen laufe ich gerade mit ihm eine handzahme Strecke. Ja. Mir sind die... Ich bin zusammengezuckt, die älteren Herrschaften, die mit mir in der Bahn saßen, sind zusammengezuckt. Eine hat angefangen halbwegs zu kreischen, ne, weil man glaubt ja nie an irgendwas. Man sagt immer, mich trifft es nicht. Ne? Gut, es war kein Terroranschlag, soweit können wir euch schon mal entwarnen. Es war halt ein Jugendlicher, der Scheiße gebaut hat. Und an diesen Hurensohn, der hier geht an dich. An den Wichser, der das gemacht hat, mein Hund ist 9 Monate alt, der hat schon vor alles Schiss und es ist schwer, sich mit, ja, da knallen die Vollidioten schon wieder, der macht gleich die Flucht nach vorne, ich meine mal Gott sei Dank, wir sind im Wald, es ist weit genug weg, ist alles gut, Baby. An den Wichser kann ich nur sagen, Alter, man sieht sich immer zweimal im Leben und wenn ich dich das nächste Mal in die Finger kriege, Alter, und glaub mir, einige werden sich an dich dran erinnern können, die dich in der S-Bahn gesehen haben. So besoffen waren wir nicht. Und ich schon gar nicht. Ich hatte nur 3 Bier. Ich werde dir so das Maul für diese Nummer eintreten, weil das geht gar nicht. Ja. Ich meine mal, gerade im Zeitalter des Terrorismus in Deutschland, wo schon Bömmchen gezündet wurden,
kann man so eine Nummer nicht bringen. So, mein Hund macht mir gerade Angst, entweder er sieht ein Wildschwein oder irgendwas anderes. Aber keine Ahnung. So, hier, so entsorgt man also Tannenbäumchen. So viel zu der Geschichte, dass halt ein Böller in der S-Bahn gezündet wurde und das geht gar nicht. Ja, das ist ein No-Go, das macht man nicht. Zumal man Respekt vor älteren Herrschaften hat. Ich meine, ich bin gerade mal 30 und habe eigentlich noch mein halbes Leben vor mir. Ja, und ich würde schon gerne 80, 90 werden wollen. Was meint ihr, warum ich aufgehört habe mit Rauchen, mit Saufen und mit jeglicher andere Scheiße? Was meint ihr, warum ich intensiver und intensiver laufe? Einfach um meinen Körper wieder ein bisschen in Schwung zu bringen, ein bisschen abzuspecken. Meine Freundin soll nicht so einen Fettsack als Freund haben, sondern schon etwas in der Hand haben können, was dann auch wieder ein bisschen fitter ist. Ich meine mal, ich habe ja noch ein klein bisschen Zeit, alles vorzubereiten, ne, weil sie wohnt über 800 Kilometer von mir entfernt. Ich habe vor, da ein bisschen näher ranzuziehen. Ich kann euch sagen, wenn das mit der Einwohnung klappt, wohne ich ungefähr 50 Kilometer von ihr entfernt. Und mit der anderen Wohnung, die was werden könnte, das wären dann auch so ungefähr 30, 35 Kilometer. Klingt auf jeden Fall angenehmer als 800. Ja, als knappe 800. Und ja, so, guck mal, ihr könnt meinen Schatten sehen. Hier, das bin ich. Ich habe mich mal in der Cam gezeigt. Mann, bin ich ein Riese, Alter. Gefühlte 3 Meter. Na gut. Wir müssen mal einen anderen Weg laufen. Da kam nämlich jetzt gerade ein Hund. Und Balu hat gerade mega Schiss. Komm. Hier lang, Dicker. Wir umlaufen die Snob-Villas. Ja, das ist so eine Community, die hier wohnt. Werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Das ist so altes DDR-Gelände. Ist kein Lost Place, deswegen darf ich da auch nicht rauf. Ja, für die Fragen, ob ich mal sowas machen wollen würde. Wenn ich das Equipment hätte, würde ich das machen, weil es gibt so viele schöne Bauwerke hier in Berlin, wo noch keiner von den großen Lost Place-YouTubern drin war. Ne, so, warum habe ich gerade die ganze Zeit rechts gefilmt? Weiß ich nicht. Egal, ich schneide hier eh nicht zurecht. Wie gesagt, der größte Fehler, mit Balu zu Silvester unterwegs sein, wo ich mir sicher war, dass ich nirgendwo pennen kann, außer bei mir zu Hause halt. Und aus dem Fehler habe ich gelernt. Ich werde meinem Baby sowas nie wieder antun. Auch wenn eine Oma aus der Bahn, liebe Oma aus der Bahn, sie waren so liebevoll zu mir. Zeig dich nochmal für die Oma, weil wir haben ihr den YouTube-Kanal verraten. Ne, weil... Weh, na du? Extrem geile Kamerafahrt, hä? Wir lernen es langsam. Naja, was heißt langsam? Ich bin immer noch ein Noob im Film. Wie gesagt, der Schock lässt so langsam nach. Trotzdem habe ich mega Angst um Balu gehabt die Nacht. Aber an die Leute, wo ich da vorbeigelaufen bin, war es mega geil. Ich habe dann noch mit der Dobschan-Nudel telefoniert ein Stück. Und da ist, wo ich dann Richtung mir laufen musste, nachdem ich das letzte Mal S-Bahn gefahren bin, war so süß, da war so ein kleines Mädel, die wollte noch so eine Fontäne anzünden. Und sie hat nur gesehen, dass Balu um die Ecke kam. Sie hat das fallen lassen, so halbwegs. Ja, und hat mich dann angeguckt und meint so, okay, ich warte. Und das fand ich halt total süß. Also in diesem Sinne, an die kleine Maus, Dankeschön fürs Warten. Er da freut sich auf jeden Fall, dass es nette Menschen gibt, die ein bisschen Respekt vor Tieren haben. Und auch wenn ich zum Anfang gesagt habe, dass ich es einsehe, dass es Tierquälerei war, ihnen das anzutun, da lang zu laufen und so. Ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich habe gehandelt aus gesundheitlichen Gründen, weil es mir irgendwie beschissen ging und ich nach Hause wollte. Und aus keinem anderen Grund habe ich das gemacht. Ich würde niemals einem Hund, ihr wisst, wie krass laut ein Hund hören kann, wie krass gut ein Hund hören kann mit seinem Hörgerät, ja, mit seinen Ohren. Oder wie ich das der Oma gestern liebevoll gesagt habe, mit dem Radarschlüsseln.
Ihr wisst es. Und ich weiß, was ich Ihnen angetan habe. Es tut mir verdammt nur leid. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auch bei euch als Vollidiot, als Arschloch oder Tierquäler dastehe. Deswegen mache ich das jetzt hier auch öffentlich. Ja, wir gucken dir schon nicht zu beim Kackern. Es ist okay. Ja, der traut sich gerade irgendwie gar nicht in Ruhe kacken zu gehen oder sowas. Der ist mega abgelenkt. Komm, wir müssen wieder zurücklaufen, weil da ist gleich eine Straße. Und da haben wir keinen Bock zu. Ja, der soll nämlich noch ein bisschen rennen. Er soll sich noch auspowern. Und das Video wird diesmal ein bisschen länger, es tut mir leid. Ich werde meinen Hund definitiv nie wieder sowas antun. Wenn ich jetzt nochmal irgendwo zu Silvester eingeladen werde, zum Jahreswechsel dann. Ich meine mal, wir haben jetzt erstmal ein ganzes Jahr Zeit dafür. Aber ganz ehrlich, ich komme nur, wenn ich da auch pennen kann. Weil ich habe einen Hund. Ich liebe meinen Hund über alles. Mein Hund braucht auch einen kleinen Rückzugsort. Und ich kann jetzt nicht immer zu jedem sagen, yo, macht mal euer Scheißhaus frei oder euer Schlafzimmer frei, dass mein Hund da rein kann. Das ist ein bisschen uncool. Aber jetzt wird es gerade ein bisschen windig. Ne? Tut mir leid für die krassen Windverhältnisse. Ne? Tut mir echt leid. Ich beruhige mich gerade wieder extrem, weil ich weiß, dass ich mit euch darüber reden konnte. Ja, ich versuche die ganze Zeit irgendwie Baloo zu filmen und der Weg ist hier äußerst brutal scheiße. Ich werde jetzt mit ihnen nach Hause gehen. Ich werde jetzt langsam anfangen, Mittag zu kochen, damit ich mal einen vernünftigen Rhythmus wieder reinkriege. Und für die nächsten 2-3 Tage wird erstmal auf jeden Fall der Stream entfallen. Weil ich jetzt erstmal eins meiner Vorsätze mir, was heißt Vorsätze? Ich meine mal, ihr wisst Bescheid, meine Ex ist jetzt ausgezogen. Ne, sie kommt morgen aus ihrem Urlaub wieder, holt dann die letzten Plünnen ab und ist dann weg. Ne, und dann geht's auch erstmal los, Baloo das alles zu erklären, was da los ist. Ich meine mal, auch wenn wir schon seit Monaten getrennt sind. Ne, aber man hat ja die ganze Zeit zusammen noch irgendwo gelebt. Ja, zwar in, ihr wisst, was ich meine. Aber wir wollten das jetzt auch nicht so vor dem Hund austragen. Ne, deswegen auch Respekt da an Voldemort. Ja, und wenn sie dann komplett raus ist mit ihrem Plünn, ne, dann geht die Arbeit mit Baloo los. Und ja, ich hoffe, dass es dann auch nicht so lange dauert wegen Wohnung, alles. Dass es alles ganz, ganz schnell geht, dass ich, sagen wir mal, im Sommer schon in Baden-Württemberg leben kann. Ja, um halt im geilsten Bundesland der Welt zu leben. Warum geilste Bundesland der Welt? Ich habe mich ins Schwabenland verliebt. Und das ist auch, was ich meiner Freundin gesagt habe. Also ich glaube zumindest, dass ich es ihr gesagt habe. Dass ich nicht wegen ihr da jetzt direkt hinziehe, sondern allein, weil ich das möchte. Weil jetzt extra für eine Frau, es klingt mies und hart und krass, aber man könnte sich ja dann auch irgendwie, ne, man darf ja nicht vergessen, wenn man da hinzieht, sagen wir mal, ich ziehe jetzt nur wegen meiner Freundin nach Baden-Württemberg, das ist auch ein Thema, da können wir ganz kurz drüber reden, weil ich hatte das Thema auch mit meinem Vater. Wenn ich jetzt wirklich nur wegen meiner Freundin darüber ziehen würde, dann würde ich ja ziemlich viel zurücklassen. Und da muss man aber auch immer dran denken, was ist in den nächsten 2-3 Jahren? Ist man in den nächsten 2-3 Jahren oder 4 Jahren noch zusammen? Ist man in den nächsten 6-7 Monaten noch zusammen? Oder in den nächsten 2-3 Monaten? Und das ist so, ne? Man zieht dann dahin wegen seiner Freundin, man ist dann in der Nähe, aber man hat ja dann keinen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, diesen Fehler werde ich niemals machen. Ich habe die ganze Zeit immer vorgehabt, aus Berlin abzuhauen. Es kamen einige kuriose Ideen, wo ich hin wollte. Und schlussendlich hat es mir das Schwabenland angetan. Ich habe da ein paar Freunde. Was heißt ein paar? Ich habe da einige tolle Freunde. Und da gibt es einen Haufen Menschen, die ich mag. Und mit denen man auch mal gemeinsam dann Silvester verbringen kann. Oder auch mal einen Geburtstag verbringen kann. Oder einfach so mal gemeinsam sitzen kann und
mal einen Tee schlürfen, weil Alkohol ruhigt nicht mehr an. Ich habe jetzt zwar noch 4 Flaschen Alkohol da, also Bier da, aber ich habe bei mir so ein Pennerheim. Da gibt es einen Haufen Leute, die sich freuen über kostenloses Bier. Und dann sollen die das saufen. Ist mir egal. Ich habe da einen, den werde ich fragen, ob er das haben will. Und dann kann er das geschenkt haben. Werde ich ihm sagen, frohe Weihnachten, frohe Ostern. Ja, ich mag ihn. Er hat zwar ein schweres Problem, aber ich mag ihn erst konkret. Weil er sich selber eingesteht, dass er halt dieses Problem hat. Aber er sagt, er ist in ein Alter angekommen, wo er sich darum nicht mehr kümmern möchte. Ja, er hat sein Leben gelebt, sagt er immer. Ja. Aber er takt das eben alles ganz leicht, ne? Ich darf mir nicht diese Sprüche von Easy so sehr klauen mit Take it easy und so. Ja. Jetzt dreht er durch. Guck mal jetzt. Jetzt glaubt er, dass wir uns verabschieden. Er dreht richtig durch, ne? Er gönnt sich richtig. Ja, ihr seht, ich laufe schon wieder zurück, ne? Also ich werde rechtzeitig aufhören, nicht, dass ihr seht, wo ich wohne. Auch wenn ich nicht so fame bin, was ich auch niemals werden will, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, nee, will ich nicht. Ich habe meine Freundin, ich bin stolz, sie zu haben. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Community. Was will man mehr? Für 2018, auf dem Kanal gibt es ein paar kleine Veränderungen. Wir werden nicht mehr ganz so krass beleidigend werden. Wir werden nicht mehr ganz so krass asozial sein. Wir werden uns mal ein bisschen anpassen. Wir werden mal über ernstere Dinge reden. Ich meine mal, wir werden älter und nicht jünger und dümmer. Ja, so wie der Spaß in der S-Bahn. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Den Kanal, Cookie. Ich meine mal, so, was soll ich noch sagen? Ich bin außer Atem. Was sind wir jetzt gelaufen? Keine Ahnung. Ein paar Meter mit den Treter. Aber was soll's, ne? Shit happens. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich mich mit diesem Video offiziell hier entschuldigen möchte, dass ich nicht als Tierquäler dastehen möchte, weil das bin ich definitiv nicht. Es tut mir leid, was da gestern passiert ist. Aber ich bin ganz ehrlich, Gesundheit geht nun mal vor. Das ist traurigerweise so. Ja, wenn ich könnte, ich würde einfach schnipsen, wären Schmerzen weg. Geht aber nicht. Deswegen tut es mir leid, dass ich dem kleinen Süßen das antun musste. Ja. Was soll's. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich erstmal Essen kochen. Werde noch einen Tee trinken. Dann werde ich vielleicht ein bisschen Minecraft spielen, um einfach mal tiefen zu entspannen. Vielleicht gucke ich auch einfach einen Film oder so. Weiß ich nicht, weil ich muss mich ablenken, ich muss runterkommen, den Scheiß verdauen. Auch wenn es so einigermaßen schon angefangen hat zu verdauen, aber man denkt dann doch drüber nach. Und man denkt sich dann jedes Mal, scheiße. Ey, Balu, in die Richtung Film ist echt scheiße. Ey, wir nehmen seit 23 Minuten auf, Balu. Das guckt sich keiner bis zu diesem Punkt an. Wenn ihr das bis zu diesem Punkt geguckt habt, dann schreibt mal in die Kommentare Punkt. Dann weiß ich, dass ihr das wirklich gemacht habt. Ihr wisst, ihr sollt das nicht liken. Also müsst ihr nicht liken, auch nicht disliken. Ihr braucht auch gar nicht abonnieren. Wir haben genug Abonnenten. Ich sage jetzt schon mal, danke, dass ihr euch das angeguckt habt. Irgendwo da rennt vielleicht ein Wildschwein gerade rum. Und wenn wir Glück haben, ne, der strahlend blauer Himmel, fett, fetter am fettesten, fette Schneewolken. Wenn wir Glück haben, oh, zieht euch rein. Ich warte immer drauf, dass ihr das mal seht. Nur was machst du denn da? Na los, ey. Nimm mit. Hier. Da. Da. Na, wir müssen nochmal da lang filmen. Er versteht nur das Spiel nicht.
Er versteht's nicht. Er denkt sich jetzt, wo Papa wegrennen ist, das Spiel. Ja, ich sage immer, ich bin sein Papa. Ja. Praktisch gesehen hängt er ja auch an mir. Ja, und wie gesagt, es ist mein Hund, ich liebe ihn. Ja, ja. Er hat so einen Dachschaden, ne? Es tut mir so leid, was ich ihn angetan habe, aber... Okay, ihr wisst ab, was ihr schreiben sollt. Ne? Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich glaube, nach dem Essen werde ich meine Badewanne vergenusstwurzeln. Einfach entspannen und über nichts nachdenken. Außer wie schön noch dieser Planet ist. Übrigens an die Kanzlerin. Ich werde niemals Respekt vor Ihnen haben, Frau Angela Merkel. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, ne? Neujahrsansprache. Kann sie sich in die Tüte schmieren. Ja. Wozu ich mich noch kurz äußern möchte, ist zu dem Brandenburger Tor-Ding. Könnt ihr euch daran erinnern, vor 2 Jahren hatten wir massiv diese sexuellen Übergriffe auf Frauen in Köln, in Berlin, in Hamburg, also generell in Großstädten und so. Und kleiner Blick. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja, meine Hand muss mal kurz als Windschutz dienen. Ich finde das gut, dass man Frauen schützen möchte. Das finde ich mega awesome. Nur ist es nicht traurig, an die Politiker, dass wir das so weit bringen müssen, dass wir zu dem größten Spektakel in Berlin eine Frauenschutzecke bauen müssen. Wir hatten bis vor den großen sexuellen Übergriffen, wir hatten noch nie eine Frauenschutzecke auf irgendeinem fucking Festival, auf irgendeiner fetten fucking Party. Mit einmal kommt sowas und auch zu Weihnachten diese Bauklötze. Oh, Entschuldigung. Er hat geschnuppert. Sowas kenne ich nicht. Ich fand das mega scheiße, aber cool. Ich hoffe, dass das die Frauen genutzt haben, auch wenn es leider auch dazu so einen Vorfällen schon wieder kam. Und das ist irgendwie traurig, dass jedes Mal das Jahr genau damit endet und wieder anfängt, was wir seit 2 Jahren haben für ein Leid. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Alter, passt auf euch auf, auch an die Mädels. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr kriegt das so mit, ne? Also, tschüss, Kowskis.